Team Pimp My Ride braucht jetzt erstmal einen kleinen Snack, ne? Das gehört dazu. An einem schönen Freitagmorgen. Ein schönes Filet von feinstem Lachs. Handgepökelt und gefangen in der Nordlehringstraße. Das Team Pimp My Ride braucht keine Besprechung wie dieses Team hier. Die werden auch sofort aggressiv, wenn man jemand Zigarre in Wissen dabei ist. Ja. Wir lassen uns einfach. Wir werden schon abholen. Gewinnen. Einfach so. Ja, komm hier, so ein Anzug. Hier. Wen nimmt ihr eher mit, hä? Uns oder ihn da? Wer wird gewinnen? Pimp My Ride. Pimp Your Ride. Also, ja, Team Pimp My Ride. We don't have to run away like the others. We take our time. We are friends and we have to stay together. That's why I want to eat just some garlic, eat the egg with you. Stick together, okay? So we can make it in half. Great. And now you can lick it. So, thumbs up. Yes, we tramp. Wir müssen nicht trampen, um zu gewinnen. Wir laufen den Weg einfach. Das passt auch so. Ja, Team Pimp My Ride. Wir starten hier natürlich unter widrigen Wetterbedingungen. Ne, aber ich sag mal, das lässt sich lösen, ne? Felix, hier ist wohl der Wettbewerbscharakter schon an der ersten Station flöten gegangen. Wie kann das sein? Ich möchte auch einen Schluck. Fantastisch, oder? Da hinten müssen wir kleben, ne? So, Bier und Wurst auf diesem Volksfest da hinten sind gerade jetzt hier drin. Und jetzt kommt der erste Checkpoint. Ja, Team Pimp My Ride nimmt es ein bisschen lockerer. Ne? Wir haben uns erstmal auf dem Volksfest verwöhnt. Und jetzt wollen wir uns mal hier an der letzten Laterne aufpassen. Auf Gleis 1. Auf der letzten Laterne Richtung Nürnberg. Wir haben unter also alles Team wartet. K und B. Und ich habe das Team K und B gesagt und die haben ihren Sticker hierhin geändert. Also eigentlich waren wir hier die Ersten, aber wir nehmen es nicht so genau. Also Team Pimp My Ride um 13 Uhr. Wie viel? 38. Sehr, sehr geil. Ey Felix, was machst du da? Willst du die Leute jetzt schon mit Pistazien bestechen? Ja, da ist alles erlaubt, ne? So, Mittagessen. Oh, die Tramper von heute essen wohl nicht mehr einfach nur Brot mit Käse, sondern Couscous. Ich bin mal weit ein bisschen classy unterwegs. Sehr lecker. Sehr, sehr geil, ne? Sehr knusprig. Tatsächlich kein Auto an. Aber es macht nichts, weil wir sind hier das Tramper-Team mit Style. Hallo, wir, laufen hier wir fahren nicht mit einem Dacia Logan. Schönen Landschaft. Hallo? Guckt euch das an. So sind wir nicht, ja? Wir brauchen Jaguar, Mercedes. Gerade BMW. Hatten wir einen Mercedes und der Typ hat gesagt, in der Brauerei, wo wir gerade waren, war ein sehr gutes Bier. Und da vorne. So, wir brauchen Bonuszeit, wir haben zwei Bier schon getrunken. So guys, what's our plan? Drink beer. Where? In a bravery. Someone is locked in, huh? I think so.
Yeah. Someone that was really curious of might be a real Bavarian. Yeah. it's that one now. Mm. One of this long beard, you know. I've heard he's a pedophile. What is happening? Look what we found up here. This is too much. Is it erotic? Is the opposite of a hitchhiker's life. This is the hitchhiker's life. You see this is really good. You feel the wake, really. Ja, Team Pimp My Ride. Was ist das denn? Ist das etwa ein Trampelkoffer? Ha ha.